Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, Rücktrittsforderungen gab es tatsächlich schon mehrere. Es wäre vielleicht für Frau Merck besser gewesen, sie wäre diesen schon im Vorfeld gefolgt. Jetzt müssen wir den Ministerpräsidenten auffordern, seine Justizministerin zu entlassen. Denn eines ist sicher, diesem Spuk muss ein Ende bereitet werden. Die neuesten Entwicklungen im Fall, der hier zur Debatte steht, zeigen, dass Sie das Heft des Handelns schon lange nicht mehr in den Händen halten. Es ist so, dass Forderungen von anderen aufgestellt werden und die auch Entscheidungen treffen, die Sie hätten treffen müssen. Wir waren bereit, Ihnen im Ausschuss Gelegenheit zu bieten, mit der Opposition zusammen den Fall aufzuarbeiten. Wir waren bereit, mit Ihnen über Konsequenzen zu diskutieren und auch darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten denn wir haben. Denn tatsächlich ist dieses Verfahren weitgehend ein Verfahren der Justiz. Aber wie soll eine offene und ehrliche Debatte erfolgen, wenn Sie nach einer schwierigen Plenardebatte wie am 14.11. nach unserem Dringlichkeitsantrag ein paar Tage später nichts Besseres zu tun haben, als eine Pressemitteilung rauszuschicken, angehängt dort eine Tabelle versenden, in der Sie sich wieder an der Strafbarkeit einer Person abarbeiten, die aber in einem anderen Kontext gesehen muss, als Sie das bisher bereit waren zu tun. Und Sie versenden zum wiederholten Male den Bericht vom 8.3., von dem wir mittlerweile wissen, dass er eben nur einen Teil dessen enthält, was wir heute wissen. Es ist auch so, dass Sie nach wie vor das verteidigen, was bereits als Faktum auf dem Tisch liegt, nämlich dass in diesem Verfahren wohl nicht alles ordentlich gelaufen sein kann. Sie haben selbst gesagt im Plenum, Sie haben uns nur erzählt, was Sie für relevant gehalten haben. Das ist eben etwas anderes, als wir meinen, dass aufgearbeitet werden muss. Sie fahren trotz Plenardebatte im ZDF-Morgenmagazin die alte Verteidigungsstrategie und Ihre Erwiderungen auf weitere Presseberichterstattung erfolgen nach dem Motto Augen zu und durch. Die Bevölkerung hat schon lange aufgrund dieser Blockadehaltung das Vertrauen verloren. Und in den letzten zwei Wochen haben Sie die letzte Chance vertan, für eine neue Weichenstellung zu sorgen. Wir können jedenfalls nicht erkennen, dass sich nach diesen letzten 14 Tagen irgendetwas zum Besseren geändert hätte. Der Antrag, den wir im Rechtsausschuss ja noch beraten müssen, ist dadurch nicht obsolet geworden, denn er enthält eine ganze Reihe von Fragestellungen, die dann eben, sollten Sie das selbst nicht mehr tun können, ein Ministerialer zu beantworten hat. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Die Einmischung des Ministerpräsidenten zu Beginn dieser Woche, in dem Fall übrigens, da werden Sie mir zustimmen, ein Balanceakt. Ein Balanceakt, das haben Sie ja auch selber eingestanden, der sich natürlich auf die unabhängigen Entscheidungen von Gerichte und Staatsanwaltschaften bezieht. Diese Einmischung zeigt überdeutlich, dass Ihnen die Lösung des Problems, über das wir diskutieren, in keinster Weise mehr zugetraut werden. Dass die Justiz, und sie zeigt auch, dass Sie nicht mehr darauf vertrauen, dass die Justiz tatsächlich alleine zu dieser Lösung beitragen kann und ihrem Auftrag entsprechend gearbeitet hat. Die Einmischung des Ministerpräsidenten, vermutlich als Befreiungsschlag gedacht, fällt auf Sie, Frau Justizministerin, als Bumerang zurück. Zitat Ministerpräsident, wenn denn die Zitate in der Süddeutschen vom 27.11. richtig sind, aber ich habe keine Richtigstellung gehört. Zitat Ministerpräsident, ich möchte in diesem Fall, dass man sich auf die Frage konzentriert, ob alles
in Ordnung ist. Und Sie meinen, Justiz sei gut beraten, den Fall noch einmal zu bewerten. Und das ist aber genau das Gegenteil dessen, was jetzt monstranzartig die letzten Monate von der Frau Justizministerin vor sich hergetragen worden ist. Wer Überprüfung fordert, zweifelt. Und damit befinden Sie sich in einer Reihe mit uns, Herr Ministerpräsident. Die zwei Gespräche, die Sie mit Ihrem Ministerpräsidenten geführt haben, scheinen jedenfalls nicht sehr gefruchtet zu haben, weshalb wir der Meinung sind, Herr Ministerpräsident, lassen Sie diesem offensichtlichen Misstrauensvotum auch die Konsequenzen folgen. Entlassen Sie die Justizministerin. Drittens, natürlich, das haben wir immer wieder auch gesagt, haben Sie sich als Dienstherrin, Frau Justizministerin, vor Ihre Justiz zu stellen. Aber Sie sind auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in der Pflicht. Und Sie sind vor allem denen gegenüber in der Pflicht, die sich an die Justiz wenden, die mit der Justiz in Konflikt geraten, die aus sonstigen Gründen mit ihr zu tun bekommen. Deswegen reden wir ja über die Rahmenbedingungen, die die Justiz haben muss. Und wir reden natürlich auch darüber, Stichwort Gewalt im Strafvollzug oder im Maßregelvollzug, die Grenzen von Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie oder über die Qualität von Sachverständigen. Genau über diese Rahmenbedingungen sprechen wir, weil sie dazu dienen sollen, die Bürgerinnen in ihren Grundrechten zu schützen. Genau das habe ich aber. Und trotz der Debatte im Plenum gegenüber den Schutzbefohlenen, die Sie auch mit ins Kalkül ziehen müssen, dagegen haben Sie mehrfach verstoßen. Sie sind unbelehrbar. Es ist also nicht nur ein desolates Krisenmanagement, das wir kritisieren, sondern es ist die Einseitigkeit, mit der Sie agieren. Es ist die Eindimensionalität, mit der Sie diesen ganzen Fall bearbeiten und indem Sie sich widmen. Und es ist die Einsilbigkeit, die mehr verschleiert, als sie erklärt. Sie haben keinen Rückhalt mehr, deshalb fordern wir Ihre Entlassung. Und diese, und das möchte ich auch noch mal betonen, sollte unabhängig davon diskutiert werden, wie die Begutachtung ausfällt. Denn dieses Krisenmanagement, die Diskussionen, die Handhabung des ganzen Vorgangs, das hat mit der Begutachtung erst einmal überhaupt nichts zu tun. Und da komme ich zu dem Punkt, ich bedauere, dass die beiden Komplexe zusammengezogen worden sind. Denn sie gelten, ich meine, die müssen komplett getrennt werden. Die Begutachtung und warum wir sie wollen und warum wir sie begrüßen, ist das eine. Ich erlaube mir auch den Hinweis, dass wir, und ich glaube, das trifft auch hier auf die meisten im Saal zu, dass ein Wiederaufnahmeverfahren die beste Möglichkeit wäre. Aber das haben wir nicht zu entscheiden. Das müssen die Anwälte auf den Weg bringen, das muss auch der Betroffene mitwollen und auf den Weg bringen. Und das können wir hier nicht oder allenfalls als guten Ratschlag mit auf den Weg geben an den Betroffenen, aber sonst nicht auf den Weg bringen. Ist auch Gegenstand des Bundesverfassungsgerichtsurteils. Und die Begutachtung, die wir begrüßt haben, und auch übrigens das eine Gratwanderung, auch das eine Gratwanderung, selbst wenn man es im Nachhinein tut. Eine Begutachtung begrüßen ist noch das eine. Darüber hinaus Forderungen zu stellen, wie zum Beispiel diese Begutachtung ablaufen soll, muss ich sagen, liebe Freie Wähler, diesem dritten Absatz können wir nicht zustimmen, weil Sie damit natürlich voll in das Verfahren eingreifen, weshalb wir uns bei diesem Antrag enthalten werden. Wir können aber auch, liebe SPD, im Antrag der SPD nicht zustimmen, weil, so wie die Berichterstattung heute in der Süddeutschen war, aus meiner Sicht noch nicht hundertprozentig gewährleistet ist, dass die Begutachtung in unserem Sinne abläuft. Und einen Freifahrschein können wir nicht abgeben, deswegen Enthaltung. Herr Schindler, Sie können es ja dann noch mal weiter ausführen. Ich lasse es mal dabei. Ich meine, es ist deutlich geworden, weshalb wir der Auffassung sind, dass endlich Taten folgen müssen. Danke. Dankeschön, Frau Kollegin Stahl.